Dann gehen wir jetzt mal aufs Eis. Und das war ja irgendwie eine Weltmeisterschaft, so inzwischen ein bisschen Euphorie und am Ende dann doch ein wenig Enttäuschung. Also zumindest lassen wir doch einfach mal eine gedämpfte Euphorie dann stehen. Und jetzt sind auch die Eishockeyspieler wieder zurück in Deutschland, unter anderem entsprechend auch die Adler Mannheim-Akteure. Was allerdings natürlich zuletzt fehlte, irgendwie dabei, das war die Medaille um den Hals. Aber der Halbfinaleinzug der deutschen Mannschaft war das beste WM-Ergebnis seit 2010. Und die Entwicklungskurve des DEB-Teams geht auch weiter nach oben. Unter anderem darüber hat Marcel Schreiner mit dem Nationalspieler Felix Brückmann gesprochen. Herr Brückmann, Historisches hat man geschafft als Nationalmannschaft. Die beste Platzierung bei einer Weltmeisterschaft seit 2010. Trotzdem am Ende dann ohne Medaille steht man jetzt da. Ja, was überwiegt da? So ein bisschen der Schmerz dann auch oder trotzdem die Freude über das, was man erreicht hat? Ja, so direkt nach dem Spiel ist es klar, dass der Schmerz erstmal überwiegt hat. Wir hatten große Ziele dann nach dem Viertelfinale und die Enttäuschung, dass man dann ja so einen undankbaren Platz 4 erreicht hat, der hat dann erstmal überwiegt, aber jetzt auch schon mit 2-3 Tagen Abstand, da kommt dann die Freude auf, man realisiert, dass wir da wirklich Tolles geleistet haben. Ist so ein Mix aus den Gefühlen gewesen, aber je mehr Abstand man hat, desto mehr überwiegt die Freude und ich glaube, normalerweise sagt man ja undankbarer Platz 4, aber für uns oder für das gesamte deutsche Eishockey ist der Das ist ein ganz toller Platz. Wir sind mit dem 4. Platz zufrieden und stolz. 4. Platz, ja. 5. Platz vor allem aber auch in der Weltrangliste. So weit oben war Deutschland noch nie. Man hat in den letzten Jahren auch gesehen, dass immer wieder Talente gerade aus Mannheim dann auch in der NHL Fuß fassen und da sehr früh eben gepickt werden auch. Ja, die Entwicklung im Eishockey ist in Deutschland, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Warum hat sich das so gut entwickelt in den letzten Jahren? Ja, man hat in den letzten Jahren gute Schritte gemacht. Man hat Entscheidungen getroffen, die zur Nachwuchsförderung beigetragen haben. Ich glaube, die letzten 2 Jahre sind echt wirklich herausragende Nachwuchsspieler hervorgekommen. Das haben die NHL-Drafts auch gezeigt. Moritz Seider, Tim Stützle da zu nennen, aber auch Peterka und Lukas Reichel sind vielversprechende Talente, die jetzt schon in dem jungen Alter in der Lage sind, auf dem Niveau zu spielen. Und so muss weitergearbeitet werden. Wir sollten uns alle in Deutschland jetzt auch nicht auf dem Erfolg ausruhen und denken, das geht schon von alleine so weiter. Da steckt harte Arbeit dahinter und genau da müssen wir anknüpfen und so nach vorne gehen. Zusätzlich zu den Top-Talenten sind natürlich auch bei den Starspielern der NHL mit Dreiseitel zum Beispiel nochmal einige Deutsche auch so mit unter den Top-Teams, unter den Top-Spielern dabei. Ja, da kann man schon sagen, dass da auch für die Zukunft schon mal vorgesorgt ist. Ist es auch so, dass man da schon spürt, dass da so ein bisschen ein Eishockey-Boom auch so langsam durchs Land geht, der sich dann vielleicht eben auch durch den Erfolg jetzt noch weiter tragen kann? Ja, wir hoffen es, dass wir so einen Eishockey-Boom vielleicht auch ausgelöst bzw. verstärkt haben. Ich glaube, Olympia 2018, da hat man schon so einen kleinen Boom ausgelöst und jede erfolgreiche Weltmeisterschaft oder jedes erfolgreiches internationales Turnier, die Nationalmannschaft absolviert, ist wichtig. Und wir wollen hoffen, dass wir durch die guten Leistungen auf uns aufmerksam gemacht haben, auf den Eishockeysport in Deutschland aufmerksam gemacht haben und dass möglichst viele Kinder auch mit dem Eishockeyspielen anfangen. In erster Linie hoffe ich, dass spätestens im Herbst wieder der Breitensport auch für die Kinder beginnen kann. Die haben jetzt ein Jahr lang überhaupt nicht Eishockey spielen können. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass da dass einfach die Möglichkeiten wieder bestehen, aufs Eis zu gehen, im Breitensport auch. Nicht nur die Profis, es müssen alle aufs Eis gehen. Und dann, denke ich, steht in den nächsten Jahren, da ist was drin auf jeden Fall. Du hast es gerade angesprochen. Wir haben vielversprechende Talente. Wir haben NHL-Spieler, die wirklich in ihren Mannschaften auch herausragend sind, die ligaweit sogar zu den Besten zählen. Klar, ganz vorneweg zu nennen, Leon Dreiseitel, aber auch Philipp Grubauer, meiner Meinung nach sogar der beste Torwart aktuell in der NHL. Das deutsche Eishockey muss sich von niemandem mehr verstecken. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, wie sich das deutsche Eishockey entwickelt. Sind da ganz gespannt. Ich glaube, jetzt erstmal zumindest eine kurze Zeit, eine Sommerpause genießen, tut euch, glaube ich, dann auch gut als Mannschaft. Ja, wir bleiben natürlich an der Sache dran. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.